Schloss Schönbrunn stellt eines der bedeutendsten Kulturgüter Österreichs und eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten weltweit dar. Das Areal des UNESCO-Weltkulturerbes Schönbrunn ist bestehend aus prunkvollem Schloss, traumhaften Schlosspark und dem ältesten Zoo der Welt eines der beliebtesten Kulturtourismusziele weltweit. Neben den Gästen aus aller Welt schätzen vor allem auch die Wienerinnen und Wiener das beliebte historische Ferienziel und Naherholungsgebiet. Gerade frisch renoviert bietet SHI Group Geschäftsführer und Josef II Betreiber Josip Susnarara ab 1. Oktober 2021 täglich in der Zeit von 10 bis 24 Uhr zu traditioneller Wiener Heurigenküche und serviert einen Querschnitt der besten Weine der Region im Kontrolorstöckel, einem Seitentrakt des Schloss Schönbrunn zwischen Orangeria und Hauptgebäude. Donnerstagabend wurde der erste Schönbrunner Heurige in Anwesenheit der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck feierlich eröffnet. Herzlichen Dank. Wer könnte das nicht besser hier einleiten als du, lieber Kari? Ich freue mich sehr darüber. Ich möchte mich zuerst einmal bedanken. Erstens mal, dass Sie sich Zeit genommen haben, hierher zu kommen und mit uns diese Eröffnung zu feiern, aber dann natürlich auch beim Herrn Landtagspräsidenten bei der Stadt Wien für die gute Zusammenarbeit, bei unserem Geschäftsführer, dem Klaus, der da ist, vor allem auch beim Herrn Schuschnabber, der dieses Risiko, das unternehmerische Risiko eingegangen ist und hier so viel investiert. Danke dafür. Natürlich auch beim Furgassel Huber, was wäre ein guter Heurigen ohne den guten Wein und das großartige Essen. Und nicht zuletzt beim Herrn Professor, der ja auch das alles mit seiner Seele gefüllt hat, mit diesem wunderbaren Wissen über alte Gebäude und Altes und Neues verbinden. Es ist ganz wichtig, dass wir auch darauf hinschauen, wer hier gearbeitet hat. Und es sind über 30 Firmen. Es ist das Team vom Schloss Schönbrunn, das das möglich gemacht hat. Und ich als Wirtschaftsministerin habe damals herausgefunden, dass die Schlösser, also Schloss Schönbrunn, Schloss Hof, die Hofburg und eben auch der Tiergarten Schönbrunn zu meinem Ministerium gehört. Und wie ich das erste Mal das gehört habe, habe ich mir gedacht, schau, schau, endlich Prinzessin. Heute ist wieder so ein ganz besonderer Tag, weil das Team, das so großartig gemacht hat, ist das hier möglich für Gäste aus nah und fern und vor allem für die Wienerinnen und Wiener. Und was wäre da schöner, diese Kultur, und da möchte ich mich auch gleich bei unserer Musik bedanken, die so großartig zuerst schon gespielt hat, dass wir hier die Möglichkeit haben, diese Kultur und die Tradition zu genießen, gleichzeitig mit der Moderne. Und ich glaube, das ist genau unsere Aufgabe, dass wir unser kulturelles Erbe in die Zukunft führen, dass wir es nutzen und dass es nicht brach liegt, sondern dass hier alles möglich ist. Leben, wirtschaften und auch den Arbeit oder den Tag genießen mit guten kulinarischen Köstlichkeiten. Historisch kann ich nicht mithalten mit dir, lieber Kari, aber was ich weiß, dass das der Liesenpfennig war, der Liesenpfennig und die Maria Theresia schon darauf geachtet hat, dass hier der Wein angebaut ist, wo wäre ein besserer Platz als das hier zu tun. Und ich habe es zuerst auch schon einmal kurz gesagt, aber nicht alle waren da. Ich glaube, auch der Hans Moser hat gesagt, ich muss in meinem früheren Leben Schlossheldhaus gewesen sein, wenn er heute bei uns wäre. Also ich glaube, das ist etwas so Schönes, wo wir hier die Zeit genießen sollen. Danke für alle, die mitgewirkt haben und alles, alles Gute. Herzlichen Dank. Danke, Prinzessin Schramböck. Herzlichen Dank. Und wir kommen jetzt gleich zu unserem nächsten Gesprächspartner oder Vortragenden. Das ist der Wiener Landtagspräsident Ernst Roller, der nicht nur Wiener Landtagspräsident ist, sondern auch Weltkulturbeauftragter der Stadt Wien. Was ist das? Das müssen wir uns kurz erklären. Sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, Exzellenz, Botschafter, ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich hier für die Stadt Wien begrüßen, auch namens des Wiener Bürgermeisters Dr. Michael Ludwig.
Ich bin sehr glücklich, dass wir heute bei diesen Eröffnung dabei sein können. Wien ist seit heuer die einzige Stadt der Welt, wo es drei Weltkulturerbe-Stätten gibt. Seit heuer der Donaulimes, seit 20 Jahren die Wiener Innenstadt und seit 25 Jahren, Einschreibung 1996, der Garten und Schloss Schönbrunn. Es ist daher ein schönes Jubiläum, aus dessen Anlass wir hier heute hier diesen Wiener Heurigen eröffnen. Nun, es gibt auch viele immaterielle Weltkulturerbe in Wien, unter anderem die Wiener Heurigenkultur, die Wiener Czaunerbühne und viele andere. Und es ist daher eine schöne Kombination, dass an der ältesten Weltkulturerbestätte in Wien, nämlich in Schönbrunn, das immaterielle Weltkulturerbe der Wiener Heurigen einen Platz findet und noch dazu so einen schönen, so einen großartigen Platz hier in Schönbrunn. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, insbesondere dem Klaus, dem Josef, so Schnara, beides Freunde von mir, und ich bin sehr glücklich, dass ihr zwei euch gefunden habt, weil da kommt immer was Gescheites raus. Ich bin auch sehr glücklich, dass der oberste Denkmalschützer, Herr Professor Wedorn, sich das hier ganz genau angeschaut hat, und man sieht schon, er versteht sein Geschäft, also der weiß haargenau, wie man das räumt, dann auch das behutsam gestaltet und saniert. So gesehen sind wir sehr glücklich. Zur Einleitung in Wiener Wasser. Nun, das ist heute anders. Wir haben das beste Wasser der Welt. Es ist vielleicht anders als zu Zeiten von Josef II. Wir haben aber auch den besten Wein. Und Wien uns daher kombiniert man das gut. Wir lieben das Wiener Wasser. Wir lieben den Wiener Wein. Und der Wiener Heurigen hier in Schönbrunn ist ein sehr guter Ort, das gemeinsam genießen zu können. Ich wünsche dem heurigen Schönbrunn, deiner Institution hier, alles, alles Gute und Ihnen einen schönen Abend. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Und so eine schöne Stätte, so ein schöner Heuriger, braucht natürlich auch jemand, der ihn betreibt. Das ist extrem wichtig. Und da hat man einen wunderbaren Mann gefunden, Josip Susnajaga, der also seit vielen, darf ich sagen, Jahrzehnten dieses Genre sehr beherrscht. Er ist auf der Klaviette hier oben, betreibt das Kaffeehaus, er betreibt sehr erfolgreich den Kursalon. Also man kann sich, glaube ich, niemanden besseren für hier wünschen. Und ich darf dir jetzt das Mikrofon übergeben. Danke, danke, lieber Herr. Ich werde mich ganz kurz halten. Du hast mich vorher gefragt, was ist das Besondere an diesem Heurigen hier in Schönbrunn. Ich glaube, das Besondere ist das, dass wir hier 52 Weine von 24 Winzer von Wien haben. Das ist einzigartig und die Küche, das wird auch sicherlich top sein. Aber wie Sie bereits, Frau Bundesministerin, gesagt haben, das Besondere hier werden die Menschen sein, die hier arbeiten. Und ich hoffe, die werden diese Wiener Gemütlichkeit und das, was den Heuriger ausmacht, in bester Weise wiederfinden. Ich freue mich, dass die da sind. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie mit den Freunden, kommen Sie mit der Familie. Und ich wünsche eine schöne Abend. Danke. Der Schönbrunn Group, Klaus Panholzer, zu mir bitten. Und ich möchte jetzt gleich am Anfang fragen, wer hat die Idee gehabt? Bist du irgendwann aufgewacht, wie du gesagt hast, so, da gehört ein Heuriger her? Wie war denn der Ursprung dieser ganzen Geschichte? Ja, da muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin durchs Schloss gegangen und habe geschaut, ob da irgendwelche Räume noch frei sind. Und es hat immer geheißen, wir haben nichts mehr, wir haben keine Wohnungen und keine Räume. Und da bin ich auf diesen Juwel getroffen und ich glaube, das ist 5 oder 6 Jahre freigestanden, da waren die Pfadfinderinnen und habe dann gedacht, Heurigen, Wein ist vor der Tür, das wäre doch was, wenn wir es machen. Bin sofort Dr. Idi gegangen, das ist auch da, unsere wissenschaftliche Leiterin, und er hat sofort gesagt, Herr Bannholzer, das ist das. Gesagt, Maria Theresia, 1784, das passt zu uns, Liesing Penning, wie die Frau Bundesministerin schon gesagt hat, das könnte was werden. So haben wir das angefangen. Dann habe ich meinen Professor Wedorn eingeladen und habe gesagt, vielleicht schaffen wir das so, sind zum Bundesdenkmalamt gegangen und die haben sofort gesagt, Spitzenideen haben uns eigentlich geholfen,
diese Idee auszubauen. Die haben es dann sogar erlaubt, einen Gastgarten hinten zu machen. Das haben wir am Anfang gar nicht gewusst, dass das geht. Und es ist immer besser und besser geworden. Und ich glaube, es ist auch nochmal die Zeit zum Danke sagen, dir, Frau Bundesminister Maria Schamböck, unseren Eigentümer, unseren Aufsichtsräten, sind die meisten hier, die dich durch diese harte Corona-Zeit einfach das Projekt uns erlaubt haben, voranzutreiben. Und ich glaube, was rausgekommen ist, seht ihr selber alle hier. Wir sind alle sehr stolz darauf. Wie gesagt, Schönbrunn, was mir am allerwichtigsten ist in Schönbrunn, ist die Arealentwicklung, dass man einfach auch wieder die Wienerinnen und Wiener nach Schönbrunn bringt. Heuig ist ein Beispiel, wir haben ja schon ein paar andere Zeichen gesetzt, damit jetzt Leute, wenn sie kommen, nicht mehr ins Schloss gehen müssen, sie können auch die Lorette draufgehen, zu unserem Nachbarn in den ältesten Zoo der Welt, zum Abend zum Wetter-Rossi-Schönbrunn-Konzerte und alle unsere Gastronomen besuchen. Wir haben sehr viele tolle Gastronomen im Areal und das war eigentlich der Ansporn zu dem, dass wir die Touristen, wo wir 2019 über 4 Millionen hatten und jetzt natürlich auch richtig schauen, dass wieder vorwärts geht, die Wienerinnen und Wiener, unsere Bundesländer ins Schloss bringen und die quasi verbinden. Das ist unser Ziel mit diesem Projekt. Ich danke mich nochmal bei allen Beteiligten, Josip, Vedorn, unserem Aufsichtsrat. Ich wünsche allen einen schönen Abend und Prost. Danke für das. Ich habe heute schon gesagt, der Heurige ist streng genommen eine Institution. Da hat es der Architekt auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite leicht. Man muss mal schauen, welche Räume sind das. Und auch das muss ich wiederholen. Vergessen Sie nicht, alles, was Sie hier sehen, was die Räume sind, einfach toll, mit diesen Pfeilerstellungen, Naturschein. Das hat man ja in Wahrheit alles nicht gesehen. Wurde schon zuerst gesagt, da drüben war ein Todfinderlager und hier in dem Bereich war eine Wohnung, Zwischenwand, jeder Stein brav verkleidet, dass man ja nicht sieht, na klar, in der Wohnung, was tun Sie damit? Und nachdem hier gewaltige aufsteigende Grundfeuchte ist, wir sind ja relativ nahe auch dem Wienfluss, hat man sich unsere Vorgänger nicht anders helfen muss, stellen Sie sich vor, ein Meter, bisschen mehr sogar als ein Meter, war hier aufgeschüttet, Schuttmaterial. Das heißt, man hat die Räume eigentlich wiederentdeckt. Und wie ich schon gesagt habe, das ist zweifellos auch so eine Tat, dass wir hier in Schönbrunn, wo man glaubt, es geht eh nichts mehr, dass man Räume entdeckt, dass man sie noch dazu in so einem kulinarischen Rahmen auch einer Öffentlichkeit erschließt. Das ist also wirklich etwas Großartiges. Dafür kann man als Wienerin und Wiener natürlich überhaupt nur danken. Etwas möchte ich in Beantwortung der Rosen, die Sie mir da streuen, eigentlich müssten Sie mir Wein, Rotwein vor die Füße schütten. Nein, nicht, weil das auf dem Holzboden bringt das eine Menge Ärger. Ich muss sagen, es war hier wie immer ein großes Team am Planen. Ich bin sozusagen die Leitfigur, die das Ganze organisiert. Wir hatten, das wurde schon gesagt, 70 Leute, die hier wirklich gearbeitet haben. Und Karl Kröpfel, der aus meinem Büro der Projektleiter hier war und eben dem verdienen eigentlich, der verdiente Rosen. Muss ich sagen, an dem Tag, wo wir in diesen kleinen Räumen 40 Arbeiter herumgehen, da finden sie schlicht und ergreifend aus, weil einer das soniert, was der andere gerade fertig gestellt hat. Das ist eine großartige Leistung in dem Team, aber genauso vergessen Sie nicht, es gibt hier natürlich einen Statiker, das ist alles gar nicht so einfach. Es gibt natürlich auch für die Küche, das muss ich ja auch sagen, eine eigene Fachplanung, die von Linz hereingekommen ist. Und das Team hat einfach funktioniert. Ja, TV 21 Austria. Einfach anders.